Wir hatten ein ereignisreiches Wochenende, nicht nur das Fest der Linken, sondern wir hatten 10 Jahre Linke gefeiert. Am 16. Juni 2007 wurde die Linke gegründet. Ich glaube, es war eines der erfolgreichsten Parteineugründungen, die wir in der Nachkriegszeit hatten. Man kann heute sagen, die Linke hat sich im Parteiensystem etabliert. Sie hat eine gesicherte Stammwählerschaft. Sie muss nicht um den Einzug im Bundestag bangen. Im Gegenteil, wir kämpfen um ein zweistelliges Ergebnis. Wir hatten nochmal Bilanz gezogen. Und in der Tat ist es eine Neuheit gewesen, dass wir eine Partei installieren konnten, die die soziale Frage in den Mittelpunkt stellt und die auch die anderen Parteien gezwungen hat, sich mit den sozialen Fragen Arbeit, soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit auseinanderzusetzen. Und man kann schon sagen, dass der Linken gelungen ist, nicht nur sich als Partei zu etablieren, sondern auch diese Fragen zum Teil sogar mehrheitsfähig zu machen. Wir sind in einem Zustand, wo wir jetzt wirklich auch eine neue linke Partei werden. Deutlich mehr Mitglieder sind jetzt in den Landesparteien organisiert, die in die Linke eingetreten sind und nicht in die WASG oder in die PDS. Und wir haben einen enormen Zulauf von jungen Leuten, sowohl bei den Wähler und Wählerinnen wie auch bei den Mitgliedern. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr 2017 schon 3000 neue Mitglieder, das ist Rekordzahl, noch höher als 2009, was überhaupt unser bestes Jahr war. Und 58% sind unter 35 Jahren. Von daher gehört uns die Jugend und die Zukunft. Dann will ich ganz kurzfristig jetzt was zum Steuerkonzept der SPD sagen und das heute vom Parteivorsitzenden Schulz vorgestellt wurde. Insgesamt ist dieses Steuerkonzept eindeutig mutlos, zu defensiv und wird die anstehenden Fragen in keiner Art und Weise lösen können. Zum Einzelnen, das gravierendste Problem ist das Fehlen einer Vermögens- oder Millionärsteuer. Die SPD hat nicht den Mut, Reichen und Vermögenden stärker in die Taschen zu greifen. Damit sind aber alle soziale Versprechungen wirklich Schall und Rauch, weil unklar bleibt, wie sie denn finanziert werden sollen. Ich habe ehrlich gesagt kein Verständnis dafür, dass genau die Schicht, die einen enormen Vermögenszuwachs hatte die letzten 20 Jahre und die sehr gepudert wurde von diversen Bundesregierungen, dass die von der SPD nicht belastet werden. Soziale Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit sieht anders aus. Die anderen Dinge in dem Steuerkonzept sind zum Teil unausgegoren, dass man ausgerechnet den Solidaritätszuschlag weglassen will für die unteren und mittleren und gleichzeitig aber sagt, die unteren und mittleren zahlen ja gar keine Steuern, ist in sich nicht logisch. Dass man die unteren von den Sozialbeiträgen entlasten will, aber gar nicht sagt, wie man dann die Belastungen für die Krankenversicherung, für die Rentenversicherung, für die Arbeitslosenversicherung denn finanzieren will, ist auch unklar. Die unteren brauchen keine Entlastung bei den Sozialbeiträgen, sondern die brauchen eine gute Rente und die brauchen eine gute Gesundheitsversicherung und die brauchen eine gute Arbeitslosenversicherung. Das geht also völlig in die falsche Richtung und ist offensichtlich der Preis dafür, dass man nicht den Mut hat, Reiche und Vermögende stärker zu belasten. Die gleiche Sache ist mit dem Spitzensteuersatz. Das erscheint mir auch sehr mutlos. Es ist zwar gut, dass die SPD den jetzt leicht erhöht um 3%. Es geht grundsätzlich in die richtige Richtung, aber 45% ist mutlos. Dazu kommt, dass wir in unserem Steuerkonzept den Einstieg 10.000 Euro später planen. Also wir sagen, okay, mehr drauf für wirklich Spitzenverdiener, aber erst ab 86.000, die SPD fängt vorher an, das verstehe ich auch nicht ganz. Und dann führen Sie jetzt ein, dass bei 250.000 die Steuern um 3% erhöht werden. Das ergibt sich aus der Logik des vorigen Steuersystems. Das ist auch deutlich zu wenig, das sagen wir. 60% kann man schon zahlen, wenn man 260.000 Euro Jahreseinkommen hat. Insofern können Sie auch bei den unteren und mittleren keine wirkliche Entlastung anbieten. Das ist äußerst bescheiden mit 10 Milliarden ausgelegt.
weil sie eben nicht den Mut haben, die wirklich Reichen und die wirklich hohen Einkommen stärker zu belasten. Was geholfen hätte und wozu sie sich offensichtlich nicht durchgerungen haben, ist, dass der Grundfreibetrag von unten herauf stärker angehoben wird, weil das hilft tatsächlich den unteren und den mittleren Einkommen. Wir haben ja da bei uns gesagt, ab bis 12.600 Euro zahlst du keine Steuern. Das heißt, das nützt wirklich den unteren und mittleren Einkommen, weil sich auch dieser Freibetrag durch alle Einkommenshöhen durchzieht. Und deswegen können wir im Unterschied zur SPD eben sagen, bei uns kriegt eine Verkäuferin 130 Euro mehr raus und kriegt ein Facharbeiter 210 Euro mehr raus. Ich glaube, auf solche Sachen werden wir bei der SPD lange warten müssen. Zum Parteitag der Grünen. Die Grünen hatten jetzt ihren Programmparteitag. Man muss sagen, dass doch die Basis nicht ganz so beliebig ist bei den Grünen wie die Führung. Die Führung wollte sich alles offen lassen. Die Basis hat jetzt ein Stück weit gesagt, nee, wir müssen da mehr Verbindlichkeit einführen und mit der Forderung nach einer Ehe für alle und einer Absage an eine Obergrenze bei den Flüchtlingen als rote Haltelinien versucht die Basis der Grünen der drohenden Ehe mit Seehofer eine Absage zu erteilen. Also so muss man es, glaube ich, ausdrücken. Mir ist nicht ganz klar, wie Sie den schnellen Ausstieg aus der Kohle und ein paar andere Dinge aus Ihrem Programm, auch die Ehe für alle, denn mit Seehofer und der CDU und der FDP denn tatsächlich verwirklichen wollen. Das wird das Geheimnis der grünen Spitzenkandidaten bleiben. In den Fragen, die die Menschen gerade tatsächlich berühren, die Frage der sozialen Gerechtigkeit, der Steuergerechtigkeit, des Sozialsysteme, der öffentlichen Einrichtungen, bleiben die Grünen vage, halbherzig und unklar. Bei der Vermögensteuer können sie nicht mal sagen, wie hoch die sein soll. Und bei den anderen Sachen ist es auch nicht hinterlegt. Ich glaube, dass die Grünen derzeit keine zentralen Themen haben, die exklusiv sind für sie und dass die Themen, die die Menschen bewegen, nicht auf der grünen Agenda sind. Ich glaube im Übrigen auch, dass unsere Positionen zum sozial-ökologischen Umbau heute präziser, klarer und konsequenter sind wie die der Grünen, sodass die Linke programmatisch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, aber programmatisch doch die bessere ökologische Partei ist. Zu dem Terroranschlag in London. Erneut wurde London Ziel eines Terroranschlags. Diesmal richtete sich der perfide Akt der Aggression und des Tötens auf eine muslimische Gemeinde im Norden von London. Ich sage dazu, Terror ist Terror. Und das Endresultat des Terrors ist das gleiche. Unschuldige Menschen müssen sterben. Deswegen sollten wir auch gar nicht der Versuchung unterliegen, so etwas wie Unterschiede zu machen oder Opferhierarchien zu machen, sondern insgesamt den Terror zu verurteilen, egal gegen wen er sich richtet. Wir sind in Gedanken bei den Familien des Verstorbenen und der Verletzten. Zur zweiten Runde der Wahl in Frankreich zur französischen Nationalversammlung. Das erwartete Sieg von Macron ist nicht so toll ausgefallen, wie vielfach vermutet. Ich glaube, was alle bedenklich stimmen muss, ist, dass 58% der Franzosen gar nicht gewählt haben. Somit ist, obwohl die abgeordnete Mehrheit sehr deutlich ist, der wirkliche Rückhalt in der Bevölkerung eher gering. Gratuliere den 27 linken Abgeordneten von der Bewegung Mélenchon und der Kommunistischen Partei zum Einzug in die Nationalversammlung. Das Ergebnis ist zweifelsohne nicht überragend, aber es ist besser als erwartet und die Linke in Frankreich kann offensichtlich eine eigene Fraktion bilden. Das ist für die Zukunft wichtig. Wichtig wäre aus unserer Sicht auch, dass sich die verschiedenen linken Kräfte zusammenfinden. Das kann man in unserem 10-Jährigen doch deutlich nochmal sagen, dass eine gemeinsame linkspluralistische Partei auch die Zukunft für die Linke in Europa ist. Ich glaube, dass der geringe Rückhalt
dem geschuldet ist, dass die Mehrheit der französischen Bevölkerung nicht genau weiß, wohin geht jetzt eigentlich Macron. Es ist ja auch in der Tat ein sehr widersprüchliches Programm. Auf der einen Seite ganz radikale Arbeitsmarktreformen, die die Mehrheit der Bevölkerung hart treffen würden. Auf der anderen Seite mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und vieles andere. Also irgendwie ein inkonsequentes und zum Teil auch widersprüchliches Programm. Ich glaube, dass die Franzosen nicht wollen, dass ihre Sozialsysteme zerschlagen werden. Und sie wollen auch nicht, dass ihre Standards abgesenkt werden. Aber tatsächlich wollen sie, dass wieder mehr investiert wird und es wirtschaftlich aufwärts geht. Und das, der Erfolg dieser Geschichte, wird im Wesentlichen von der Entwicklung in Deutschland abhängig sein. Das heißt, wird die Politik der Austerität und der Exportüberschüsse so fortgeführt oder macht Deutschland eine Kehrtwende in der EU-Politik, also baut durch höhere Löhne und mehr Investitionen den Überschuss ab, dann besteht eine Chance, dass es mit Europa wieder aufwärts geht. Oder setzen wir das so fort, dann befürchte ich, dass in Verbindung mit der Politik von Macron eher die Rechten gestärkt werden. Das Gleiche gilt jetzt für die beginnenden Brexit-Verhandlungen mit England. Unsere Position ist ganz klar. Der harte Brexit, den Mai anstrebt, würde bedeuten, dass die Sozialstandards und die Lohnstandards in England, in Großbritannien massive abgesenkt werden. Dagegen werden sich hoffentlich viele Menschen wehren. Corbyn hat ja das Gegenprogramm dazu formuliert. Ich meine, die Abstimmung steht, da werden Sie nicht drum rumkommen, aber Sie müssen einen Brexit durchführen, der nicht quasi an die soziale Substanz geht und die sozialen Standards weiter absenkt. Das wäre im Übrigen nicht gut für die Mehrheit der Bevölkerung in Großbritannien, aber auch nicht gut für uns. Dieser Wettbewerb um die niedrigen Sozialstandards und um die niedrigen Löhne zerstört die europäische Integration und bringt auf die Dauer nur den Rechten etwas. Dann wollen wir Ihnen noch einen Aufruf Gewerkschafterinnen und Gewerkschaften für eine starke Linke im Bundestag vorstellen. Das macht aber Ralf Krämer. Ralf Krämer ist einer der Mitinitiatoren dieses Aufrufes und Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Verdi. Das hätte er schon wieder nicht sagen dürfen. Das darf ich hinterschreiben, das stimmt. Ja, also ich sitze ja als Vertreter der Initiative Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für eine starke Linke im Bundestag. Das ist der Aufruf, den wir heute auch im Internet freigeschaltet haben, unter den jetzt ab heute aktiv Unterschriften, Unterstützungsunterschriften gesammelt werden. Diese Initiative besteht schon seit 2005. Damals haben wir das erste Mal eine solche Aktion gestartet, als das erste Mal eine gemeinsame Linke für den Bundestag kandidiert hat. Und seitdem haben wir immer bei Bundestagswahlen solche Aktionen gemacht und wir gehen davon aus, dass wir auch dieses Mal wieder eine sehr große Zahl, mindestens 2000, würde ich mal sagen, aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zusammenbringen werden, die sich eben einsetzen dafür, dass es auch im neuen Bundestag wieder eine starke und möglichst noch stärkere Linke als jetzt gibt. Wir sind der Überzeugung, dass wir eine starke Linke als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter brauchen im Bundestag, weil wenn wir es ernst meinen mit mehr sozialer Gerechtigkeit, dann erfordert das einen ständigen Druck von links, egal wer regiert. Und eine starke Linke ist da eine entscheidende Kraft, weil sie tatsächlich die Forderungen, die auch Gewerkschaften erheben, aktiv nach vorne bringt. Wenn man sich das Wahlprogramm, was jetzt beschlossen worden ist, anguckt, kann man, glaube ich, sagen, das liest sich in den Teilen zu Arbeit, soziale Gerechtigkeit, Finanzpolitik, liest sich das eigentlich wie ein Kompendium gewerkschaftlicher Forderungen. Und es geht in vielen Punkten natürlich auch noch darüber hinaus, in die richtige Richtung allerdings. Und das ist, denke ich, durchaus sinnvoll. In dem Aufruf haben wir geschrieben, was die zentralen politischen Forderungen sind, eben für gute Arbeit, für höhere Löhne, höhere Sozialleistungen, insbesondere für eine Stärkung der gesetzlichen Rente, für eine gerechte Steuerpolitik, die wirklich von oben nach unten umverteilt, gegen Privatisierung, für einen Ausbau öffentlicher Leistungen, öffentlichen Personals, öffentlicher Unternehmen und eben für einen gerechten Welthandel, also gegen diese Freihandels- und Investitionsabkommen und für ein anderes Europa, was wirklich die Interessen der abhängig Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt.
Wir haben unter dem Aufruf Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner, die wir in den letzten Tagen und Wochen gesammelt haben. Das sind Gewerkschaftsfunktionärinnen und Funktionäre, eine große Zahl von Hauptamtlichen aus allen DGB-Gewerkschaften, aus allen Ländern der Republik, eine Reihe von Betriebsratsvorsitzenden und anderen betrieblichen Funktionären. Und wir haben auch zwei ehemalige, bekanntere Vorstandsmitglieder dabei, also Detlef Hensche, der früher Vorsitzender der Industriegewerkschaft Medien gewesen ist, jetzt, die damals in Verdi aufgegangen ist, und Horst Schmidhenner, der im geschäftsführenden Vorstand der IG Metall gewesen ist. So, wie gesagt, ich denke, wir gehen davon aus, dass wir auch diesmal wieder weit über 2000 Unterstützungen bekommen werden. Zuletzt haben wir einen Aufruf gemacht, übrigens zur Unterstützung der Kandidatur von Christoph Butterwegge als Bundespräsident. Das haben über 2800 Kolleginnen und Kollegen unterschrieben. Die Initiative ist aber unabhängig von der Partei. Wir nutzen nur quasi die Pressekonferenz, damit die Presse auch da ist, wenn wir was zu sagen haben. Okay.